Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei GTA 4 mittlerweile. Ich muss mich erstmal wieder daran umgewöhnen, tatsächlich, das jetzt mittlerweile zu sagen. Irgendwann werden die Titel... Okay, es geht direkt an Hinge, weil ich liebe diese Engine übrigens, ne? Ich glaube, die Rage Engine, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wir sind wieder in Liberty City und wir gehen jetzt gerade mal ein Taxi holen. Ich glaube, da hat Roman nichts dagegen. Aber da ist mir gerade aufgefallen beim Hingehen, wir haben hier jemanden. Nämlich Fremde und Freaks. Eine Neuigkeit, die wir ansteuern können. Good. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mind self for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, have $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This Coke is okay. Ja, danke. Guck mal, da hat er uns direkt dann erstmal nochmal ein paar neue Schuhe spendiert, hätte ich fast gesagt. Ne, ich wollte eigentlich nur bei Roman mal vorbeigucken und mir ein Taxi nehmen, denn wir müssen ja zu Michelle. Aktuell quasi unsere Auftraggeberin und wir haben kein Taxi da, das ist ja großartig. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, ich könnte mir hier mal was leihen. Aber das sieht jetzt gerade tatsächlich relativ schlecht aus. Ja, jetzt dahin laufen hatte ich jetzt allerdings auch tatsächlich nicht unbedingt Bock. Ja, was wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob es schon geht, aber es scheint zumindest nicht so, ich weiß nur nicht. Naja, ich glaube, die Mechanik mit dem Taxi rufen und sowas, das schalten wir alles erst noch frei. Ja, ist ein bisschen blöd. Weil ich habe eigentlich tatsächlich gehofft, dass wir das Ganze machen, aber in dem Fall... Und ich werde jetzt auch nicht den ganzen Weg laufen, tatsächlich. Ich werde jetzt nur mal gerade gucken, ob ich vielleicht irgendwo anders nochmal ein Auto finde, was ich jetzt nicht unbedingt auf der Straße klauen muss. Was dann höchstwahrscheinlich dann auf die, was wir dann höchstwahrscheinlich erstmal einschlagen müssen. Alternativ können wir tatsächlich aber auch laufen. Das ist ja alles noch relativ fußläufig hier. Und mir ist letztes Mal aufgefallen, als ich das Ganze hier ausprobiert habe und ob das alles mit der Aufnahme läuft und sowas und hier nichts ruckelt. Oder groß ruckelt. Ich meine, Mikroruckler werde ich wahrscheinlich immer noch haben, aber... Da ist mir aufgefallen, hier einfach nur so ein bisschen durch Liberty City schlendern ist so, so gut bei GTA 4 gewesen. Auch die Leute, die dann hier immer auf der Treppe sitzen oder die dann irgendwie teilweise ihren Jobs einfach nachgehen. Hier an jeder Ecke stehen irgendwelche Gegner und haken irgendwas. Ja gut, an jeder Ecke, ne? Ihr seht es gerade selber, aber das ist halt teilweise, ist es so schön detailliert, wie lebendig diese Stadt ist und das für Mitte der 2000er. Oder war es Ende der 2000er? Ich habe immer noch nicht nachgeguckt. Hier auch nochmal ein Polizist auf Streife. Jetzt möchte ich gerade nämlich auch ganz bestimmt kein Auto klauen. Ja, hier zum Beispiel, ne? Er macht hier gerade seine Gartenarbeit, gießt ein paar Blumen. Da hinten unterhalten sich zwei direkt an der Dings. Also ich finde dafür, es ist halt einfach ein riesen Game geworden. Und das ist mir damals alles gar nicht so bewusst gewesen, weil ich immer durchgeknallt bin wie so ein Wahnsinniger. Und gerade für sowas nutze ich dann jetzt auch das Let's Play halt, wie gesagt, um so ein bisschen auch die Welt nochmal so ein bisschen einzusaugen. Und mich noch ein bisschen mehr auf GTA 6 zu hypen. Na, guck mal, hier so immer noch so eine kleine Gruppe da oben. Sitzt noch einer, der so typisch Rentner immer sowas. Was habt ihr da gerade gesagt? Nee, das war nicht so. Der Heinrich, der war immer ein Guter. Sowas halt. Man kennt sie ja. Die guten Rentnertreppengespräche. Einfach hier so ein bisschen mal einfach nur ein bisschen schlendern. Und von Roman angerufen werden. What does he want? Oh, I can't think what he could possibly want, or why he'd be pissed off, can you? Come on, guys, let's be reasonable. Ja, das klingt ein bisschen dringender als das Date tatsächlich. Weiß, kann ich schon bei Taxis hinten einsteigen? Nee, okay. I need this. To Hades with you, Malaka. In dem Fall müssen wir halt auf jeden Fall uns mal irgendwas leihen gerade, und es ist immer noch ein Taxi. Achso, übrigens, ich habe jetzt Radiosender. Das, was man jetzt im Hintergrund hört, ist aus der YouTube-Library. Also das sollte keine Probleme machen. Und jetzt ist es auch mittlerweile eine Mission geworden. Und ist auch trotzdem immer noch mit Radiowerbung und Weasel News und was weiß ich nicht alles. Also ich hoffe mal, wie gesagt, die Claims durch die Zwischensequenzen halten sich in Grenzen und so haben wir ein bisschen mehr Atmo. So, da ist das Taxi nämlich. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch keins bekommen. Rette Roman ist gerade die Ansage. Ich wollte gerade sagen, das Date müssen wir halt leider verschieben.
denn das ist ein bisschen wichtiger. Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey, shit, there he is. Keep on fat boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Now it's too late. Ich wollte gerade sagen, ich würde ihn ganz gerne mal anvisieren. Halte LT gedrückt, um mein Ziel anzuvisieren, während Roman da komplett verprügelt wird. Okay, schlagen, alternativer Schlag und treten. Okay, treten funktioniert so. Ist das rechte, linke aufgeteilt? Nee, okay. Einfach, ich kann auch schlagen damit, glaube ich. Oh. Die Farbe der Segmente kennzeichnet die Art des anvisierten Ziels. Rot symbolisiert dabei ein Feind. Kann auch immer das mit dem Blocken und dann halt A gedrückt, um zu blocken. Jawohl. Und ich glaube, kurz vorher, jawohl. Kann man nämlich so ein geilen Zeug machen hier. Das ist auch so die 2000er. Das ist auch Assassin's Creed und sowas immer so lange blocken, bis man irgendeinen Move auslöst und so. Ich liebe so ein Kampfsystem. Ich habe es auch bei Assassin's Creed damals geliebt. Ich brauche keine offenen Kämpfe oder sowas. Ich brauche einfach nur richtig geilen durchchoreografierten Nahkampf. Dann bin ich glücklich. You're a bitch, just like your cousin. So, komm. Ja, okay, mit Treten macht das dann tatsächlich nicht, leider. Aber ich glaube, Nico ist auch kein Kickboxer. Ey. Ist jetzt dein Scheiß ernst? Warte kurz. Wieso kann ich denn jetzt gerade nicht mehr so... Ah, jetzt. Gut. Da gibt's noch mal einen kleinen Karate-Tritt hinterher. You are right, cousin. Yeah, fine. Fucking lawn sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Huh. Speaking of shitheads, here's Darden. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive. I don't feel so good. In dem Fall... Get in the fucking car! Ach nee, warte, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich kann gar nicht da so richtig raus, weil hier erstmal so ein Basketball-Court natürlich drum ist. Da geht er dahin. Ja, Roman, dann aber auch ein bisschen hinne machen, bitte. Vergessen wir dann grundsätzlich auch immer dann erstmal den Reisender zu wechseln. Beat me up, because there are more of them. Not any longer. Me and you, Nico. Me and you are going to show them. Fucking dirt and smashing my fucking stuff. Who does he think he is? Just some fucking petty Albanian hood. If I wanted to buy a stolen TV, I could start. Who does he think he's fucking with? Balik Enterprises, that's who! We're going to the top, Nico! The top! For now, let's just try to survive, cousin. Let's try to survive klingt auf jeden Fall gut. Ich habe übrigens allen möglichen Quatsch nochmal in die Playlist mit reingepackt. Also es ist halt wirklich aus der YouTube-Library, aber es ist wirklich bunt gemischt. Und ich werde es auch hin und wieder, glaube ich, mal ein bisschen austauschen. Vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Dance und sowas dann mit reinpacken, wenn es an Ballad of Gay Tony geht und so weiter. Werden wir sehen. Jetzt aber erstmal Darden auf der Abschussliste. Passt natürlich, ist auch super geile Verfolgungsjagdmusik gerade. Ich meine, es ist halt Rubberbanding ohne Ende, ne? Also die auch, es ist viel mehr Geskripte mit drin, aber ich bin ein großer Freund von Skripts, also bei mir muss nicht immer irgendwie was alles so möglichst offen sein oder sowas, sondern ich lasse mich gerne vom Spiel leiten. Ich bin ein großer Freund von Inszenierung. Und da gehen wir natürlich hinterher. Ich glaube, Roman wird wahrscheinlich nicht mitkommen, weil ihm geht es ja nicht mehr so gut. Unteraktuposition und Überposition. Jetzt haben wir auch wieder unsere Dreiecke. Oh, das ist so schön mit einer Minimap, die funktioniert. Ne? Und wir haben eine aufrufbare Map auch wieder. Wobei GTA 3 ja auch lange nicht der Fall. Ach, moin. Okay, ausweichen. Er hat ein Messer, das ist nicht so geil. Du solltest von mir wegrennen. Das ist, was wir dir geben, Darden. Nothing else. Bisschen schade. Ich meine, gut, er lebt noch. Das finde ich ganz gut. Ja, man hätte ihn auch so ein bisschen in Richtung Fenster drücken können, tatsächlich, dann wäre er rausgefallen. Aber so finde ich es tatsächlich im Moment ganz gut, weil eigentlich wollen wir uns ja auch nicht die Hände schmutzig machen hier im neuen Land. Aber wir haben jetzt ein Messer erfolgreich bekommen, tatsächlich.
Weiß auch gar nicht, wie sich das vielleicht nochmal später ausweicht. Ich glaube, die Version habe ich bisher noch gar nicht gehabt irgendwie. Don't need a problem for you no more, cousin. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass er jetzt trotzdem immer noch Roman ein Problem macht, aber bin mal gespannt. These Shylocks like Darden. They always try to squeeze you for everything. A man in Europe, another Russian. Bulgarin. He live on the Adriatic. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that simple. Natürlich, Dinge sind immer so einfach, Nico. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 16:52. Ich wollte gerade sagen, also 16:25. Michelle hat sich jetzt wahrscheinlich auch schon langsam gewundert, wo wir bleiben. Das können wir aber gerne gleich einmal lesen. Weil theoretisch haben wir jetzt ja auch ein Auto. Thank you, cousin. I'll see you later. Und Roman muss sich ja jetzt sowieso erstmal nochmal erholen. Also von daher haben wir jetzt gerade ein bisschen Zeit. Wie gesagt, bunt gemischt. So. Dann schauen wir jetzt einmal ganz kurz, dass ich mir jetzt einen Hotdog hole, weil mir geht es auch nicht mehr ganz so gut. Jetzt gucken wir einmal. Telefonbuch, Nachrichten. Nico, wo warst du? Ich habe dich nicht gefunden. Ist was Wichtiges dazwischen gekommen? Hast du dich mit üblen Typen eingelassen? Ja, kann ich sie anrufen, bevor sie sich Sorgen macht? Hi, you've reached Michelle's phone. Unfortunately, I can't get to the phone just now, but please call back later. Na, okay, kann ich nicht, aber sie ist zumindest auf der Karte wieder gelandet. Dann würde ich nämlich sagen, jetzt gerade dann zum Abend hin, würde ich dann vielleicht das Date dann jetzt einmal wiederholen. Oh, nee, ich will dich nicht mit dem Messer bedrohen. Orangotang. Erstmal ein Chihuahua-Hotdog in die Fressluke knallen. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Kohle nochmal bekommen, jetzt einmal durch Darden und durch unseren Kollegen, der uns hier einfach auf Koks ein bisschen Kohle zugeschoben hat. Dann würde ich sagen, um das zu erklären, rufen wir nicht an. Die Engine ist aber auch manchmal echt empfindlich, ne? Also ich würde halt auch ganz gerne einfach mal an Leuten vorbeigehen. Sondern bei meinem Sprint drehen die halt direkt immer erstmal am Rad so. Aber ist auch immer ganz schön, den einfach mal beim Telefonieren zuzuhören und so Sachen. So, dann wollen wir mal die... Dadurch, dass hier wieder Stau ohne Ende ist, werden wir uns mal einmal ganz kurz hier durchmogeln. Und fahren mal zu Michelle hoch. Mal kurz die Kameramodi. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, Cinematic ist jetzt. Ich glaube, Top-Down gibt es nicht mehr. Bei GTA 3 gab es tatsächlich noch. Das fand ich damals eigentlich ganz cool. Ich glaube, hier gibt es das noch mit einer Mod. Ich finde den Radiosender eigentlich ganz chillig, ey. Dass dann jetzt dann hin und wieder zwischendurch dann noch so eine Werbung und ein DJ und so. Beziehungsweise News. Next thing you know. Finde ich so ganz schön. Und ich muss spare mir tatsächlich die Schnittarbeit dann im Hintergrund. Also von daher, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Kompromiss gefunden. So. Jetzt aber erstmal erklären, warum wir nicht konnten und gehen aufs First Date. Oh, jetzt erstmal nochmal ein Tutorial. Du wirst in Liberty City mit der Zeit Freunde finden und Freundinnen kennenlernen. Du wirst verschiedene Sachen mit ihnen unternehmen können. Zum Beispiel essen gehen. Da haben wir schon leichtes Foreshadowing tatsächlich. Den Kollegen, den wir da gesehen haben, den haben wir noch nicht kennengelernt, aber etwas spielen oder ein Kabarett oder Kabarett oder einen Komiker ansehen. Oh, das ist geil übrigens. Also gerade mit dem, das Perestroika ist jetzt noch nicht so das Thema, aber gerade mit dem, mit den Comedians später im Comedy Club ist schon, da werden wir uns ein paar angucken, glaube ich. Ich glaube, das lädt aber trotzdem immer noch das Tutorial, deswegen kann ich jetzt noch mal ein bisschen reden. Ich glaube, in dem Tutorial sehen wir einige Leute, die wir später erst kennenlernen. Oder NPCs. Ja, Mensch, moin. Jeder Freund hat Lieblingsavitäten, aber auch Sachen, die er nicht so gerne macht. Die gleiche oder das gleiche gilt für Freundin. Da läuft jetzt natürlich dann jetzt ein bisschen geschützte Musik, hätte ich gesagt. Ich werde aber trotzdem einfach vorsichtshalber drüber reden. Und deshalb können wir leider nicht in den Stripclub. Viele deiner Freunde werden dir gefallen tun, sofern du sie dich genug mögen. Und das fand ich immer cool, dass man da halt so einen direkten Gegenwert dann hatte. Ich meine, die Freundinnen bei San Andreas hatten das ja auch.
Waffenlieferungen zum Beispiel, das Beschaffen von Bomben, die dir helfen, schwer erreichbare Ziele zu erledigen. Einfach mit 8-Ball anfreunden. Ja, da haben wir nämlich auch noch so einen Typen. Der in seiner Zwischensequenz erstmal direkt übertreibt. Jetzt geht's los. Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. Deswegen liegt da auch das, die Zeitschrift auf der Couch. So, where are you taking me? You look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the fun fair. Yeah, great. Let's go. Das ist alles so unfair. Ein richtiges cringy First Date. Oh, Carnival here? Just a little difference. Whoop-de-doo. Und dieses Zurückschrecken. Ach ja. Wir haben so ein paar Flaggen, die sich nach und nach aufstellen. Aber wir spielen mal mit. Calculating. Ah ja, schön. Jetzt kommt jetzt erstmal natürlich die Mucke wieder. Come on the date earlier. What happened? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? He's made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have. But really, he is a legitimate businessman. What about you? I'm just trying to make the right decisions. Ja. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall erstmal so stehen lassen. Die Right Decision, eine haben wir ja tatsächlich eigentlich auch nochmal gemacht, indem wir jemanden jetzt erstmal schon mal verschont haben. Und nicht direkt in unserem ersten anderen Auftrag, den wir jetzt in Liberty City gemacht haben, erstmal einen Typen umlegen oder sowas. Also ich finde das Outcome eigentlich tatsächlich für die Rolle eigentlich auch schon ganz gut. Jetzt fahren wir jetzt erstmal hier natürlich dem Typen hinterher. Und man hat es gerade auch schon gehört, das Navi. Ist so eine kleine Hassliebe von mir. Weil auch im Real Life mag ich es nicht, wenn das Navi mich andauernd unterbricht oder die Musik vor allem unterbricht. Oh, hey Nico, the carnival isn't open. I think they're gonna turn it into a big Las Venturas style theme park. Huh. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few frames? Cool. Let's go bowling then. Let's go bowling. Das ist auch ein Satz, der wird schwere Konsequenzen irgendwann haben. Ach, das gute Minigolf, da müssen wir uns auch mal irgendwann umgucken, glaube ich, weil ich glaube, da sind auch so ein paar Easter Eggs. Me out. I haven't been on a date for a while. I'm kind of lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere the Midwest. Ja, ja. You probably know more people here than me. More assholes maybe. Lieber auch immer so, also generell auch immer so ein paar Dialoge. Nicht mal jetzt auch mit Michelle, sondern einfach im Generellen. So ein paar Sachen und Dialoge finde ich eigentlich im Nachhinein, wenn man es schon mal gespielt hat, noch viel geiler. Ja, und da haben wir die Bowling Alley. Ich leg mal einen Zahn zu, würde ich sagen. Ich würde aber auch tatsächlich diesen Las Venturas themed Theme Park würde ich gerne mal sehen. Also jetzt dann quasi so ein paar Jahre später. Ich meine, wir sind ja jetzt 20 Jahre knapp. Also wir gehen steil auf die 20 Jahre zu, die wir in Liberty City nicht mehr waren. Hat sich ja mittlerweile dann auch ein bisschen verändert tatsächlich. So, dieser 5-Spiele-Frame mit Michelle ist gratis. Our balls are big. Please choose a lane. Ja, dann nehmen wir doch einfach direkt hier die. Und gucken mal, ich konnte es mal relativ gut, weil es ja auch ein Achievement mit einem Turkey gibt. Also ich glaube 3 Strikes hintereinander. Ich weiß nicht, ob ich es immer noch kann, aber ich werde einfach mal mich einmal positionieren und dann den Winkel und einmal snippen. Ja, das funktioniert dann noch ganz gut. Und ich muss mal ganz gucken, also jetzt haben wir auch natürlich erstmal wieder ein bisschen Mucke im Hintergrund, deswegen werde ich es wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer halten. Ich habe erst überlegt, ob wir sagen, ja okay, das war schon mal nix.
Ich habe erst überlegt, ob wir uns angucken, auch wie sie spielt, aber das machen wir jetzt dann einfach erstmal nochmal für einen, weil wenn jetzt so ein bisschen 80s-Mucke im Hintergrund läuft, dann will ich jetzt nicht das komplett ausreizen. Da kann man nochmal auf den Punktestand theoretisch gucken, während sie sich vorbereitet. Machen wir mal da. Jetzt, wenn sie jetzt halt dann nochmal besser ist, aber wie gesagt, wir werden so ein paar Würfe auch irgendwann nochmal überspringen dann. Und sie hat einen Spare. Guck mal, da ist sie auf jeden Fall dann jetzt schon mal besser als ich. Aber ich finde das zum Beispiel dann als Minigame auch direkt eingewoben mit in die Story und das war ja gar nichts. Nee, also ich wollte gerade sagen, ich konnte es tatsächlich mal besser. Wollen dieses Anvisieren mit dem rechten Stick dann hier quasi direkt diese Lücke treffen. So ungefähr. Für diese drei Strikes hintereinander. Da kam dann immer der Achievement Hunter schon mal mit durch. Auch sie erstmal mit einem Strike. Ja, alles klar. Nee, wenn wir das Ding so spielen, dann wird sie natürlich Gentleman-like gewinnen. Ich werde auf jeden Fall einen. Also es wird geclaimed, dass diese Musik im Hintergrund ist. Wenn es dann nur wieder darum geht, dass das nicht monetarisiert werden kann, sage ich, ja, okay, komm. Aber, wenn das wirklich Probleme machen sollte mit von wegen, das wird stumm geschaltet und solche Geschichten, dann muss ich es nochmal anders irgendwie überspielen, leider. Ich spiele übrigens absichtlich scheiße, falls das noch nicht ganz so durchgedrungen ist, damit Michelle auf jeden Fall gewinnt und hier mit einem guten Gefühl rausgeht. Weil rein theoretisch mit diesem einem Sidestep nach links und dann möglichst gerade hier rein und sowas, das geht normalerweise. Ne? Muss man ja dann jetzt nochmal schön nochmal beweisen hier tatsächlich. Dann gehen wir einmal hier nochmal hin, machen den noch einmal. Vielleicht machen wir dann jetzt nochmal einen Strike. Nee. Schöner Split auf jeden Fall. Du hast verloren. Aber das ist in Ordnung, weil dann hat Michelle auf jeden Fall gewonnen. Und dann können wir uns dann jetzt nochmal ein bisschen unterhalten und kommen aus der Mucke raus. Well, we had fun, didn't we? Will you take me back home now? Of course I'll take you home. Let's go. Mit deinem Auto übrigens immer noch, fällt mir gerade auf. Ich hoffe mal tatsächlich, das Taxi ist nicht despawned. Ich gehe mal stark davon aus tatsächlich, aber dann hat halt einer von Nico, von Romans Leuten das einfach geholt. Not many people here in Liberty City. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Ich weiß, diese Beziehung ist generell immer irgendwie komisch. So, ich meine, klar, ne, wir flirten so ein bisschen und wir lernen uns ja eh jetzt gerade erstmal kennen, aber diese ganze Beziehung hat irgendwie so einen ganz komischen Vibe von Anfang an tatsächlich. So, aber ich gehe einfach mal davon aus, das ist Michelles Auto. Aber dann wollen wir sie jetzt mal natürlich auch nach Hause bringen. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Roman? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Ja, ich wollte sagen, ich meine, gut, ne, so Sachen wie von wegen, ja, ne, hier, einer von den Leuten, die ich jage, lebt hier. Vielleicht jetzt nicht der beste Eisbrecher, würde ich sagen. Deswegen ist es ganz gut, dass er sich da noch mit zurückhält und dann halt einfach sagt, ja, Roman hat halt viel Scheiß erzählt. Hat ihn da so ein bisschen hingelört. Und jetzt ist er halt hier und versucht sich so ein bisschen einzuleben. Ich meine, weitestgehend haben wir uns ja auch schon so ein bisschen eingelebt. Erstmal schön den Botstein mitnehmen. Da fällt mir jetzt auch gerade ein. Ja, turn right, ding dong. Ich liebe übrigens, wenn das Navi selbst Bing Bong sagt, das macht sie manchmal. Das ist, das finde ich sehr schön. So, we have arrived, ich muss jetzt nur noch einmal drehen hier. Die Autophysik auch immer noch mal für sich genommen, ne, also die ist ja, That was nice. I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Ja, das wäre lieb.
wenn wir uns dann nochmal melden würden, tatsächlich. Aber es ist erstmal spät, da diese Pisswasser-Werbung, ne? Das war ja der Bringer damals immer so, lol, das Bier heißt Pisswasser, haha. So, das Auto lassen wir natürlich hier. Ja, wir sind, als Alternative kannst du sie anrufen, um eine Verabredung abzusagen oder irgendwas, alles klar. Aber ich denke mal, wir werden jetzt erstmal mit dem Taxi nach Hause fahren. Das hört man jetzt schon im Radio, das ist auch nett. Ich sende mal gerade, wie gesagt, wegen der, wegen den ganzen Geschichten, die im Radio im Hintergrund immer mal laufen, ist es halt super schön, hin und wieder mal so das Radio auch mal laufen zu lassen. Weil hin und wieder kommen auch mal Berichte über unsere Sachen dann im Radio und das ist dann schon auch ganz gut für die Atmo. So einfach mal die Leute, die an der roten Ampel stehen, anhupen, wie sich das gehört. Und wir fahren jetzt erstmal noch nicht zu Roman, sondern wir werden jetzt natürlich erstmal einmal ein bisschen pennen gehen. Was wir vielleicht machen können... Oh, das machen wir, glaube ich. das ist ja auch eine Neuigkeit jetzt tatsächlich im HD-Universe. Ich kann mal ganz kurz das Auto hier abstellen. Wie gesagt, das ist ja an sich... Ich habe das damals nicht richtig verstanden, aber er sagt ja am Anfang auch immer so, das ist ein Cap-Depot. Ich meine, das kann auch scheiße sein. Ja, das kann Cap sein, lol. Aber rein theoretisch sind es ja dann auch Romans Taxis, die wir hier die ganze Zeit fahren. Dementsprechend ist es, glaube ich, relativ schnurze, dass wir uns das ab und zu auch mal ausleihen. Da übrigens guter Geschmack tatsächlich, was Poster angeht. Und ich meine nicht das linke, ich meine das da. Das rechte auch nicht, ich meine jetzt das in der Mitte. Ne? Damit wir uns dann auch hier mal wieder richtig verstehen. Wir können ein bisschen Fernsehen. Die gute alte Las Venturas Poker Challenge. Wer weiß auch immer noch nicht, wie sie das hinbekommen haben, dass man das selber dann nochmal übersteuern kann, tatsächlich von der Lautstärke. Ich meine, es ist dann auch super laut, ne? Man konnte das ja am Fernseher dann auch machen. Plays poker online for a few hours, goes to the bar with friends, comes home ass-faced and does the whole thing again the next day. What a jerk. The Union Jack was taken down in Liberty City, replaced with the Stars and Stripes, and the newly liberated Americans celebrated. Soon this entrepreneurial spirit took hold, and Liberty City was unstoppable. Yes, although they were free. Die Doku kann ich übrigens auch jedem nur ans Herz lesen. Die ist super mit super dumm gestaltet, aber auch teilweise sehr, sehr sarkastisch. 5% of the population. It was a... Aber jetzt wird erstmal nur ein bisschen durchgesäppt. Ach, guck mal. Da haben wir nochmal ein bisschen das Venturas gehabt, also San Andreas. The von Krastenbergs are among the richest people in the world, apart from morally, where they're entirely destitute, just like the producers of this show. But look at how many sports cars Chloe has. Rumor has it, this so I'm rich, glaube ich, einfach nur heißt die Sendung, oder? Das ist auch so ein Ding, was sich immer weiter durchzieht jetzt. Rotisserie style. They live most of the year in Liberty. Limos feature hot tubs, pool tables, pizza ovens, leopard skin, firing ranges, flat surfaces for laying out rails, and jungle swings all on wheels. Super classic. Nail that prom date personal. Ich lieb's tatsächlich, mich einfach durch diese ganzen Fernsehprogramme durchzusetzen. Das werden wir hin und wieder auch mal machen. Ich werde jetzt auch nicht stundenlang Fernsehen gucken, aber so ein paar Sachen werden wir uns mal anschauen. Zum Beispiel auch Republican Space Rangers und sowas. Die Folge, die hier bei GTA 4 dabei ist. So ein paar Sachen werden wir uns höchstwahrscheinlich mal geben. Und dann, wie gesagt, nicht alles, aber hin und wieder mal reinschauen. Auch um so ein bisschen das Ganze in so ein kleines, aber feines RPG zu verwandeln. So, wir haben früh morgens, Kaffee ist getrunken. Also wir können natürlich jetzt auch mal so ein bisschen unsere Schicht beginnen, beziehungsweise das Taxi auch wieder zurückbringen. Cousin, we are family. We should be like family and eat together. How about it? Ich wollte dich eigentlich sowieso jetzt gerade abholen, also von daher. We eat together. I come get you next hour. We have a date. I am waiting for you. Schön, guck mal. Da haben wir nämlich einmal so eine Aktivität auch direkt. Der ist natürlich nicht im Cap Depot. Kannst du mal, der ruft dich an oder ihr könnt was aufmachen. Das ist natürlich auch schön, dass er uns jetzt anruft. Es ist nicht die eigentlich von mir angedachte Catchphrase, die aber wahrscheinlich irgendwann auch nochmal kommt. Aber gut, dann fahren wir jetzt erstmal zu ihm hin. Also keine Ahnung, wo er sich eigentlich gerade rumtreibt, aber wir fahren auf jeden Fall mal zu ihm.
Dann gehen wir halt mit ihm essen. Ich habe eigentlich jetzt noch was anderes geplant für die Folge, aber dann ist es so ein bisschen mal, um die ganzen Aktivitäten mal näher zu beleuchten tatsächlich. Und ein bisschen Klopperei hatten wir auch. Also von daher, das sollte theoretisch passen. Das ist übrigens die bessere Seite der YouTube-Library tatsächlich, wo dann auch so ein bisschen Gesang nochmal mit dabei ist. Gibt genug tatsächlich, wo es ein bisschen komisch wird, dann nochmal irgendwie da dann solche Sachen rauszufiltern, ist ein bisschen schwierig. Was ich jetzt allerdings aber auch schön finde, ist tatsächlich, dass ich hin und wieder jetzt aufpassen muss, wirklich den richtigen Radiosender drin zu haben. Ja, guck mal, er war wieder pokern. Ja, erstmal anbumsen, ne? Was geht? Ja gut, in so ein fancy Diner glaube ich nicht. Ich glaube, zu Cluckenbell, oder? So, warte mal. Ja, komm, wir machen Cluckenbell. Things were terrible. I still remember the emails you sent me, cousin. You should have told me how bad things were in this country before I got here. Okay, things aren't easy for us. Oder machen wir Burger Shot, da fahren wir eh gerade hin. We are doing all right. America is an opportunity for a new beginning. You were in need of one. There is no such thing as a new beginning, Roman. With every day we live, we pick up new baggage. Baggage that we must carry with us for the rest of our lives. There's no dropping it and pretending we are fresh and clean just because we get off a boat in a new place. Stop being so dramatic, Nico. Time is a healer. We live and we forget the past. Nothing helps a man forget, like ripe round American titties. You have to move on from the things that happened to you and think about all the opportunities in this country. Chances to make lots of money, chances to get college girls into bed. Chance de postanesh, Sorenya. I heard that. I haven't forgotten our language complete. Nico, I could suck a Bleederburger dry. This is my favorite. So ein Bleederburger klingt aber auch immer relativ schmackhaft, ne? Aber im Endeffekt sind das ja, glaube ich, dann einfach nur Whopper oder sowas. The best burgers in Liberty City, I promise you this, cousin. Thank you in advance for driving me home. Na ja, gut, wenn er jetzt nach Hause fährt, dann fahre ich ja wahrscheinlich auch nach Hause, würde ich sagen. Geht sogar noch weiter. Okay, geht doch nicht weiter. Ich habe eigentlich gedacht immer so, ja okay, das wird dann einfach komplett unterbrochen. Aber gerade auch für sowas zum Beispiel sind die Freundschaftsmissionen dann doch ganz gut, weil da kommen dann immer wieder dann auch nochmal Dialogoptionen, die man sich ganz gut anhören kann, weil die dann immer noch mal so ein bisschen Back-Infos geben tatsächlich zu dem ganzen Zeug. Das habe ich übrigens auch nur mit reingenommen in die Playlist, weil ich mir gedacht habe, hey, das klingt ein bisschen wie GTA 2, 3. Was für eine Gegend sind wir denn jetzt? Hä? Okay, keine Ahnung, ob das irgendein Studentenprank ist, der jetzt hier gerade läuft, aber hier fahren einige Autos. Aber stehen einige Autos einfach auf der Straße. Vielleicht sollte ich mich ganz schnell hier verpieseln. Oder das Spiel nochmal neu starten, weil die Autos sich generell gerade ein bisschen komisch verhalten. Naja. Ja, aber dann haben wir jetzt so ein paar Aktivitäten dann jetzt wenigstens dann nochmal gesehen tatsächlich. Also finde ich doch ganz schön. So. Fahren wir ihn jetzt mal nach Hause. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn er jetzt sagt immer so, ja, fahr mich bitte nach Hause, ob das jetzt heißt wirklich nach Hause, Hause oder wir fahren ihn wieder zum Cap-Depot. Wir haben jetzt 9. Rein theoretisch wäre es langsam an der Zeit, mal auch zur Schicht zu fahren, hätte ich gesagt. Ne? Ich denke mal, das werden wir dann morgen auch machen. Wir werden uns wieder unseren alltäglichen Hotdog besorgen. Und werden dann mal gucken, ob Roman tatsächlich irgendwie was Neues für uns hat. Ich meine, man kann auch für ihn fahren, aber das haben wir noch nicht frei. Das kommt irgendwann. Oh, Banshee. Hallöchen. Mal gucken, wann das kommt. I enjoyed that, Nico. We should do it again soon. Ja, okay, er fährt auf jeden Fall zum Cap-Depot. Und das wäre dann jetzt auch angedacht tatsächlich, das wäre dann jetzt auch mein Plan gewesen, sagen wir mal so. Taxi wird einmal abgegeben. Und dann wird sich einmal ein Hotdog genehmigt. Das machen wir aber nicht mehr jetzt in dieser Folge, sondern das machen wir dann als Start für die nächste Folge. Vielleicht ruft uns jetzt zwischendurch auch wieder erstmal 20 Leute an, so wie bei der letzten Abmod. Es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann gerne auch das übliche Zeug da lassen. Wir sehen uns morgen wieder bei GTA 4 oder einem anderen Projekt. Wenn ihr dabei sein wollt, dann gerne. Ihr seid herzlich eingeladen.
Und ansonsten bleibt nur übrig zu sagen, gerne, bis morgen, haut da rein und tschüssi.